Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum neuen Webinar Telefonie in Bitrix 24. Sie hören heute eine andere Stimme. Vielleicht kennen Sie mich schon aus dem Webinar Microsoft Teams versus Bitrix 24 mit dem Stefan Krügel. Ich werde heute dieses Webinar mit Ihnen durchführen und darf mich als allererstes bei Ihnen vorstellen, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Tobi Suljanto. Ich bin Senior Consultant bei der Linksys, sehr dankbar darum. Und ja, meine Hauptaufgaben sind die Projektkonzeption und das Projektmanagement sowie Prozessdesign, Optimierung, Workflow-Gestaltung, aber auch ein Stück weit Unternehmensentwicklung mit und bin unter anderem Product Owner für das Thema Telefonie mit Ring Essential, wo wir später dann nochmal in einem konkreten Beispiel drauf kommen, wie das aussehen kann. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind und darf Sie auch noch mal motivieren, Ihre Fragen in den Chat zu stellen. Ich werde zwischendurch immer mal reinschauen in den Chat und wir werden aber danach am Ende des Webinars noch mal eine Fragerunde machen, wo ich dann die Fragen aufnehme. Und ich hoffe natürlich auf sehr viele Fragen von Ihnen. Genau. Wir befinden uns hier in unserer Demo und dieser Demo werde ich Ihnen grundlegend ein paar Sachen zeigen. Aber bevor wir loslegen, möchten wir uns erstmal angucken, wie denn die Telefonie im Business so entstanden ist und wie wichtig die Telefonie im Business, im Alltagsgeschäft ist. Wir sehen hier auf der linken Seite die traditionellen Verbraucher. Eine Sekunde, ich glaube, ich habe gerade eine Meldung. Nein? Okay. Wir sehen hier die traditionellen Verbraucher auf der linken Seite und wir sehen auch, wie stark das Telefon im traditionellen Kommunikationsbereich ist. Das heißt also immer noch vor E-Mail, aber E-Mail auch sehr, sehr stark. Mit der heutigen Zeit haben wir natürlich auch die Themen Text Messaging, soziale Medien, also die Verknüpfungen zu Social Networks und das Thema Video. Das hier kennen Sie wahrscheinlich schon, zumindest Text und Messaging aus dem Chat in Bitrix 24. Das heißt also, die knabbern hier natürlich ein ganzes Stück weit von den traditionellen, ja, Verbrauchern, von den traditionellen Medien hier ab. Aber das Telefonie und die E-Mail, die werden natürlich weiterhin bestehen bleiben und ein ganz, ganz wichtiger Part in der Unternehmenskommunikation sein. Das einfach mal so als kleine historische Entwicklung. Und wir schauen uns an, wie das Ganze jetzt in Bitrix 24 realisiert werden kann. Bitrix 24 als CRM-System macht natürlich nur in dem Moment Sinn, wenn Sie auch eine Dokumentation über die Telefonie, ähnlich wie Sie das vielleicht schon bei den E-Mails kennen, vornehmen können. Also, ich bin im CRM und möchte Ihnen jetzt als allererstes zeigen, bevor wir auf die Lösung kommen, wie man sowas integrieren kann und dann auch in einem Beispiel das Ihnen mitteilen, zeige ich Ihnen nochmal, wie das aussehen soll. Beziehungsweise jetzt zum ersten Mal, entschuldigen Sie nochmal für den technischen Fehler. Das kennen Sie alle im Kontakt oder auch im Unternehmen, sieht das gleich aus. Und wenn die Telefonie ordentlich und sauber in das Bitrix 24 System integriert ist, an diesem Punkt waren wir eben, bevor ich die Meldung bekommen habe, dann haben Sie diese sogenannten Protokolleinträge, ähnlich wie Sie das von den E-Mail-Einträgen natürlich hier auch kennen, haben Sie diese Protokolleinträge auch hier. Und das Spannende ist, dass Sie natürlich hier neben das Symbol haben, um was es geht. Wir haben Kommentarsymbole, Telefoniesymbole. Sie kennen das E-Mail-Symbol. Haben Sie auch eine Information, ob der Anruf erfolgreich war? Der ist dann einfach grün gemarkert. Natürlich sehen Sie den Mitarbeiter. Das ist unser Support Linksys User in unserem Demosystem. Wäre das der Herr Krügel, dann würde hier sein Konterfei oder sein Bild hier angezeigt werden. Das ist auch sehr wichtig. Sie sehen, wann der Anruf durchgeführt wurde, also das Datum und natürlich die jeweilige Uhrzeit. Und Sie sehen, welche Nummer angerufen wurde und wie lange der Anruf gedauert hat. Das sind schon mal grundlegend wichtige Informationen. In diesem Fall waren das 17 Sekunden. War natürlich nur ein Testruf. Während des Anrufs können Sie auch Kommentare hinterlassen, die dann in dem Anruf quasi mit abgespeichert werden. So,
Das ist erstmal so ein ganz normaler Eintrag im Protokoll, in der Historie auf Kontakt- oder Unternehmensseite. Sie sehen aber auch, ob der Anruf abgebrochen wurde. Das heißt, abgebrochen war zum Beispiel, ich habe angerufen und es ging mir nicht schnell genug und ich habe aufgelegt. Und Sie sehen natürlich auch, wenn ein Anruf verpasst war. Das ist hier ein eingehender Anruf und hier wurde der Anruf verpasst. Also diese Übersicht ist schon mal im Alltag unglaublich hilfreich, wenn Sie einfach in Ihre Kundenakte reingucken und dann sehen, oh Gott, hier hat mich mein Kunde angerufen und dann klicke ich einfach auf die Nummer drauf und kann dann hier auch einfach, ja, hier die Texte nochmal dementsprechend sehen, ja, genau, und könnte dann auch hergehen und könnte den Kunden hier anrufen. Das machen wir jetzt einfach mal und dann sehen Sie, wie das Ganze aussieht. So, ich nehme das Gespräch jetzt mal an. Das sehen Sie natürlich jetzt nicht. Und jetzt läuft im Prinzip das Telefonat mit mir selber quasi. Und ich kann jetzt im Prinzip hergehen und kann auch hier meinen Kommentar setzen. So, den kann ich speichern, kann den aber auch jederzeit nochmal bearbeiten. Das ist ja praktisch, wenn man mal ein kurzes Gespräch mit einem Kunden führt und so, wenn man mal ein kurzes Gespräch mit einem Kunden führt, ich hatte eine kleine Rückkopplung, entschuldigen Sie, und kann dann hier entsprechend die Kommentare immer weiter bearbeiten. Ja, das ist sehr gut. Es geht also nichts verloren. Ich kann das ganze Thema, wie wir das kennen, weiterleiten an einen Kollegen. Ich kann mich natürlich stumm schalten und ich kann noch mal eine eigene Ziffer wählen. Ich kann das ganze Ding auf eine Pause setzen und natürlich kann ich auch hier dementsprechend auflegen. So sieht das Ganze aus. Also sehr, sehr simpel. Und wir finden dann hier oben einen Eintrag, 14:09 Uhr, hat 56 Sekunden gedauert. Hier sind meine ganzen Kommentare drin. Was aktuell nicht geht, ist, dass Sie jetzt Dokumente oder vielleicht sogar ein kleines Mediendokument oder Datei hier anhängen, aber Sie können diese Kommentare machen. Das können Sie dann später hier noch nachpflegen, wenn Sie das wollen. Ganz wichtig ist, dass Sie auch diesen Anruf im Nachgang bearbeiten können. Ja, das heißt also, hier auch die Kommentare können Sie weiterhin noch bearbeiten. Das heißt, wenn Sie irgendwas vergessen haben und haben sich's gemerkt oder es fällt Ihnen noch irgendetwas ein im Nachgang, können Sie das bearbeiten, können Sie das speichern und dann ist das Testtest hier auch entsprechend drin. So sieht die ganz normale Protokollierung aus in Bitrix 24 und ich kann Ihnen sagen, hier sehen Sie auch, hier hat ein anderer Kollege einen Anruf getestet, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Das heißt, ich kann Ihnen auch versichern, dass Sie im Alltag, dass Ihnen gerade diese Informationen, die Sie hier sehen, sehr weiterhelfen. Ich gucke jetzt mal gerade kurz in den Chat, ob da eine Frage bis jetzt schon kam. Nein, so wie das aussieht, kam noch nichts. Gut. Falls Sie hierzu Fragen haben, ich denke aber, das ist relativ selbsterklärend, schreiben Sie die bitte gerne in den Chat. Genau, so sieht das Ganze aus. Nun, wie ist es denn, wenn Sie in Bitrix 24 eine Telefonie einrichten wollen? Wir gehen einfach mal in den Bereich der Telefonie. Die rufe ich persönlich immer hier oben auf. Ich benutze sehr selten noch das Menü, zumindest für die Bereiche, die ich jetzt nicht jeden Tag benötige. Und das ist die Telefoniekonfiguration. Wir haben hier den Verbindungsreiter, da kommen wir gleich nochmal drauf. Wir haben die Anrufstatistik. Hier sind alle Anrufe drin, die jemand oder die Kollegen gemacht haben. Natürlich, ganz wichtig, Sie benötigen das jeweilige Recht, auch die Telefonie zu verwalten. Und hier sehen wir, der Mitarbeiter links des Support hat angerufen unter dieser Telefonnummer. Und wir können uns auch hier entsprechende Protokolle anzeigen lassen. Diese Protokolle können unter anderem dann mal wichtig sein, wenn Sie ein Problem mit der Telefonie haben. Ja, Klassiker ist, Sie rufen irgendwo an oder Sie werden angerufen und nach 10 Sekunden bricht das Gespräch ab. Das finden Sie dann im Protokoll. Es gibt verschiedene Anrufstatistiken, die man hier auswerten kann. Diese Analysen kennen Sie von Bitrix 24. Und genau, das war es eigentlich. Wichtig ist hier, dass wir genau wissen, woher kommen wir? Das heißt, unsere Telefonanlage, die ja der direkte Touchpoint zum Telefonie-Provider ist,
Deutsche Telekom, Swisscom, wer auch immer, müssen wir wissen, wo steht diese Telefonanlage? Ist es eine klassische physikalische Telefonanlage in der Cloud, die immer weniger werden, also die gemietete oder gekaufte 19-Zoll-Anlage? Oder ist es zum Beispiel eine Telefonanlage im Büro, Entschuldigung, oder ist es zum Beispiel eine Telefonanlage in der Cloud? Diese beiden sind die grundlegenden Telefonanlagen, die in ein BitRix 24 eingebunden werden. Wir sehen hier noch weitere Apps. Es gibt auch Apps, ja, die man über den Market herunterladen kann. Wir werden diese Apps heute nicht behandeln, weil diese Apps meistens noch nicht in so einer Funktionalität vorliegen, wie man das gerne hätte, gerade was das Thema Protokollierung im CRM-System vorgeht. Das finden wir zum Beispiel bei dieser App nicht. Deswegen habe ich mich ganz bewusst aus der App jetzt einfach mal abgemeldet, ja, weil wir hier, wenn wir diese App nutzen, keine Protokollierung, so wie wir es eben gesehen haben, haben. Diese App wird von BitRix 24 selbst entwickelt. Das ist ein Feature, was momentan noch fehlt. Das heißt, wir konzentrieren uns wirklich direkt auf die direkte Einbindung einer Telefonanlage direkt in BitRix 24, ohne den Umweg über eine App zu gehen. Es ist im Prinzip egal, über welchen Weg wir gehen. Die Konfiguration der Anlage ist gleich. Deswegen nehme ich jetzt hier die Telefonanlage in der Cloud, weil hier haben wir schon etwas konfiguriert und dann können Sie ein bisschen sehen, was man letzten Endes alles dafür braucht. Als allererstes benötigen Sie, weil es eine SIP-Telefonie ist, also ein Direct Routing vom Provider, von der Anlage, ja, direkt in BitRix 24, benötigen Sie einen SIP-Connector. Der SIP-Connector, ich kann Ihnen das kurz zeigen, der kostet 49 Euro pro Monat und den können Sie monatlich, ich glaube, quartalsmäßig, halbjährlich und jährlich bestellen. Ich klicke jetzt nicht hier drauf, sonst bestelle ich den. Wir haben den ja schon, wir brauchen jetzt keinen zweiten. Und Sie können dann eine Anzahl von Telefonnummern an diesen SIP-Connector anschließen. Das ist erstmal so die grundlegende Voraussetzung, um BitRix-Telefonie über das Direct Routing vorzunehmen. Und Direct Routing ist, weil es eine sehr hart gecodete Technologie ist im Hintergrund, eine der sichersten Verbindungstechnologien, die Sie momentan über eine, ich nenne es mal vorsichtig, Schnittstellentelefonie einrichten können. Danach können Sie hier eine Verbindungsstelle in der Cloud anbinden. Das Gleiche sieht übrigens hier in der Telefonanlage im Büro genauso aus. Ja, es ist tatsächlich genau das Gleiche. Genau. Genau, also man kann dann hier oben draufklicken und dann hat man nicht mehr wie diese Werte. Ja, das heißt also, man gibt dem ganzen Kind einen Namen, Telefonanbieter von mir aus, ja, Zulianto oder Linksys. Nee, Linksys ist kein Telefonanbieter, aber egal, wir nehmen das mal. Dann gibt es eine Serveradresse, Login-Credentials. Dann muss man sich als den jeweiligen Nutzer einloggen, ja, und man hat einen Proxy-Server von der Telefonanlage in diesem Falle. Wie sieht das Ganze aus? Das Ganze sieht so aus. Genau, Passwort ist geschützt, können Sie nichts mit anfangen. In manchen Fällen muss man hinter dem Server, also das ist jetzt von Anbieterserver, dann muss man hier einen Port angeben. Das ist immer so. Und in manchen Fällen ist es sehr sinnvoll, dass man das Transportprotokoll, worüber jetzt letzten Endes die Informationen transportiert werden, auch noch angeben. Hier sehen Sie den jeweiligen Nutzer und hier ist es auch so, beim Proxy-Server haben Sie dann auch nochmal nach dem Proxy-Server den Port. Wenn diese Informationen stimmen, ich gucke mal wieder kurz in den Chat rein, das sieht gut aus, keine Fragen, dann kriegen Sie eine grüne Benachrichtigung, dass Sie verbunden sind. Was heißt das konkret? Das heißt nicht mehr und nicht weniger, wie dass es eine direkte Verbindung zum BitRix 24 und Ihrer Telefonanlage gibt. In der Regel funktioniert dann auch die Telefonie. Sie haben es schon gehört, in der Regel. Es gibt wenige Fälle, wo die Telefonie dann zum Beispiel problematisch sein könnte. Das heißt, Sie kriegen vielleicht eingehende Anrufe, aber Sie können nicht heraustelefonieren, obwohl das hier grün ist. Das sind natürlich sehr individuelle Geschichten, die meistens dann sehr oft mit der Konfiguration der eigentlichen Telefonanlage, ob das jetzt in der Cloud ist, bei Ihrem Provider oder Ihre Telefonanlage im Büro, also im 19-Zoll-Schrank, damit zu tun haben, denn die Verbindung hier steht.
Wir kommen jetzt tatsächlich genau auf diesen Fall. Wenn Sie nicht raustelefonieren können, gucken Sie das Telefonat an in den Protokollen, ja, und dann sehen Sie im Protokoll, warum das ist. Ist es ein Timeout, etc. Also der klassische Timeout heißt, Ihre Telefonanlage antwortet nicht auf den ausgehenden Anruf. Ja, solche Sachen gibt es da. Das muss man im Detail dann angucken. Aber das ist schon mal der erste wichtige Schritt, dass Sie hier verbunden sind. Und ich würde mal sagen, mit 80 bis 90-prozentiger Sicherheit können Sie dann auch rein und raus telefonieren. In Bitrix24 ist keine vollwertige Telefonanlage, das muss man wissen. Ich bezeichne Bitrix24 immer sehr gerne als intelligentes Endgerät. Ähnlich wie das Tischtelefon, was Sie kennen, und wenn Sie moderne Tischtelefone haben, dann können Sie da auch sehr, sehr, sehr viel machen, und es ist halt ein digitales Endgerät. Sie können aber trotzdem sehr viele Einstellungen dort vornehmen. Ich möchte kurz diese Punkte mit Ihnen durchgehen. Nicht alles im Detail, aber Sie sehen hier das Menü, und es ist einfach wichtig, dass Sie es einmal gesehen haben. Wie es dann bei Ihnen im Unternehmen umgesetzt wird, das ist eine Sache des Telefondesigns, das heißt also der Telefontopologie. Wie machen wir das Ganze? Wie setzen wir das Ganze ein? Nutzen Sie eine Begrüßungsmusik? Möchten Sie ein Sprachmenü nutzen? Das ist alles relativ selbsterklärend. Gerade hier wichtig in dem Falle ist die eingehenden Anrufe an die verantwortliche Person im CRM weiterleiten, wenn ein Kontakt identifiziert wird. Wie wird er identifiziert? Über die Telefonnummer, die im Kontakt oder halt im Unternehmen hinterlegt ist. Und dann kann man sagen, in die Warteschleife weiterleiten. Die Warteschleife heißt in dem Falle, dass es bei Ihnen klingelt. Ja, man kann aber auch sagen, ans Mobiltelefon oder eine Sprachnachricht. Und wir haben hier immer eine standardmäßige Warteschleife in Bitrix24 drin. Die können wir uns gerne mal angucken. Da sind jetzt der Herr Scheller, der Herr Schönen und meine Wenigkeit drin. Da kann man natürlich noch Kollegen hinzufügen oder halt auch nicht. In der standardmäßigen Warteschleife sind Sie immer selbst drin, wenn es um Ihre eigene Telefonnummer geht. Hier können Sie noch anklicken, wie viel Mal das klingeln soll und so weiter. Genau. Ganz wichtig, das hier brauchen Sie in der Regel nicht. Das sind meistens Spezialkonfigurationen, die von der Telefonanlage kommen. Das ist dann ein Spezialfall. Ganz wichtig ist zum Beispiel das Thema CRM-Integration. Das heißt also, was passiert mit einer neuen Nummer, wenn die nicht im CRM registriert ist, nicht beim Unternehmen, nicht bei einem Kontakt, also nirgendwo drin steht. Sie kennen das von Ihrer E-Mail-Konfiguration. Dann möchten wir vielleicht einen neuen Lead automatisch erstellen, damit die Telefonnummer erstmal vorhanden ist, wenn Sie da eine Automatisierung haben, dass ein Lead-Manager zum Beispiel dann informiert wird und dann da einfach quasi mehr oder weniger Cold Call zurückmacht, so einen Back-Call macht und den einfach vorqualifiziert und dann einem Mitarbeiter zustimmt. Das wäre zum Beispiel hier so ein Use Case. Das kann man hier nochmal konfigurieren. Eine sehr, sehr wichtige Einstellung meiner Meinung nach, damit Telefonate nicht verloren gehen, damit man sie irgendwo als Lead hat und zu einem Auftrag machen kann. Sie können aber auch in den Einstellungen Bitrix24 die Telefonate aufzeichnen. Ist ein DSGVO-Thema, müssen Sie Ihren DSGVO-Beauftragten dementsprechend ansprechen, und dann ja, werden Sie das sicherlich für sich im Unternehmen entsprechend lösen können. Und Sie können auch danach, nach dem Telefonat, also wenn Sie ein Telefonat mit Ihrem Kunden geführt haben, zum Beispiel, Sie kennen das, wenn Sie irgendwo bei einem großen Unternehmen anrufen, dann werden Sie danach, möchten Sie uns Ihre Meinung sagen, bleiben Sie bitte noch eine Minute in der Leitung, und dann kann man im Prinzip diese Servicequalität hier bewerten lassen. Sie können die Bürozeiten definieren, das kennen Sie auch schon von Bitrix24, das heißt also, wann ist es erreichbar und wie sieht es aus außerhalb der Bürozeiten. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, speziell eigene Töne hochzuladen. Wichtig ist hierbei nicht größer als 2 MB, und es sollte in einem sehr guten MP3-Format vorliegen. Des Weiteren haben wir noch ja, zusätzliche Einstellungen. Um zum Beispiel zu sagen, okay, jeder Mitarbeiter kann diese Nummer wählen, um damit rauszuwählen, und so weiter und so fort. Also das sind wirklich tatsächlich sehr individuelle Sachen, und dann haben wir noch die Warteschleifenmusik. Genau, da haben Sie halt verschiedene Sprachen drin, und dann können Sie sich das Ganze anhören. Sie können Ihre eigene Warteschleife hochladen. Ganz wichtig ist immer das gleiche 2 MB MP3-Format, und Sie haben natürlich auch noch diverse andere Töne, die Sie hier in Ihrem digitalen Telefon konfigurieren können.
Mehr gibt es tatsächlich nicht zu sagen. Wenn das richtig gemacht wurde, dann haben Sie, ich mache mir jetzt das CR mal in einem zweiten Tab auf, ich glaube, das macht ein bisschen mehr Sinn. So, dann kann ich nämlich hier die Telefonie auflassen. Und dann haben Sie hier bei den Kontakten genau das, was wir Ihnen, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Das heißt, wir haben hier genau diese Protokolleinträge im Kontakt oder halt im Unternehmen und kriegen genau diese Informationen. Das ist eigentlich relativ simpel. Es geht aber tatsächlich weiter. Sie können mit der Telefonie auch noch weitere Einstellungen vornehmen und zwar unter hier unten bei der Telefonie konfigurieren. Wir haben hier verschiedene Dinge, die sehr wichtig sind, gerade wenn Sie zum Beispiel ein Tischtelefon, ein modernes Tischtelefon natürlich, ja, benutzen, was mit Daten arbeiten kann. Dann sehen Sie hier unsere ganzen Kollegen, auch mal mit Bild. Und Sie haben ja Ihre SIP-Credentials. Diese SIP-Credentials, die wir vorne eben eingetragen haben, damit die Telefonie besteht, die sind ja nur dafür da, damit Sie mit Ihrem Bittrex-Telefon an die Telefonanlage drankommen. Okay? Diese SIP-Credentials könnten Sie zum Beispiel, wenn Sie individuelle SIP-Credentials haben und jede Telefonnummer von jedem Mitarbeiter hat einen eigenen SIP-Credential, damit man natürlich die Telefonie auch zuordnen kann. Okay? Die könnten Sie natürlich auch an Ihrem SIP-Telefon auf dem Schreibtisch einrichten. Aber was passiert dann? Wenn Sie die SIP-Credentials von Ihrem Telefonanbieter direkt am Telefon einrichten, dann fehlen Ihnen diese Einträge. Das passiert sehr oft, ja, weil die Kunden haben sehr oft die SIP-Credentials und richten die dann ein und sagen sie, ja, aber liebe Linksys, hier, wir haben hier gar keine Einträge. Das liegt daran, denn Sie müssen hier extra, das machen wir mal ganz kurz für den Herrn Scheller, Sie müssen hier extra in Bittrex 24 eine Nummer hinzufügen. Ja, so. Und dann machen wir das einfach mal so. Ich nehme das jetzt einfach mal das hier und dann sagen wir, das wäre jetzt angeschlossen. So, und dann kriegen Sie für Ihr Telefon, für Ihr lokales, festes Tischtelefon, physikalisch, was Sie anfassen können, bekommen Sie eine Server-IP-Adresse. Das sind genau die gleichen Einstellungen, wie wir das in Bittrex machen müssen, ne? SIP ist SIP. Und Sie bekommen ein Login, das wäre das von 1, und Sie bekommen ein Passwort. So, wenn wir das auf Speichern klicken, dann haben wir das auch angeschlossen. Und dann müssen Sie hergehen und müssen mit diesen Daten, die Sie hier bekommen haben, das an Ihrem Tischtelefon eingeben. Für was müssen wir das machen? Weil wir dann gewährleisten, dass wir hier diese Protokolleinträge haben. Sonst macht das Ganze ja keinen Sinn, oder? Wir brauchen ja keine Telefonie in einem CRM, wenn wir diese Einträge nicht haben. Das ist ja die Quintessenz letzten Endes, warum wir die Telefonie in Bittrex 24 ins CRM integrieren, damit wir den Kunden, natürlich auch dementsprechend nachverfolgen können. Wer hat den wann mit ihm telefoniert, wie, ne, und so weiter und so fort. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sobald Sie Tischtelefone benutzen, sollten Sie hier über die Telefonienutzer entsprechend die Telefonienutzer anlegen und den Nutzern die Login-Daten geben, damit die sich am Telefon dementsprechend einstellen können. Genau. Wir haben auch noch eine schwarze Liste. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Bei uns ist da zum Glück niemand drin. Ja. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Hier haben wir die Nummern konfigurieren. Das heißt, hier kommen wir wieder ganz normal an die eine Stelle, wo wir vorhin schon mal waren. Ja, also das ist der Server von Ihrem Anbieter, um es vielleicht nochmal zu zeigen. Und für Ihre festen Tischtelefone, jetzt habe ich mich verklickt, entschuldigen Sie bitte, Telefonienutzer, bekommen Sie eine eigene Serveradresse, quasi die von Bittrex 24. Hier sieht man es auch, bittrexform.com, das ist eine individuelle Nummer, mit Ihren eigenen Zugangsdaten, um diese Protokollierung zu machen. Und dann haben Sie im Prinzip alles und dann können Sie loslegen mit Ihrer Telefonie und haben im Prinzip die Protokollierung. Sie haben Ihre Einträge in der Telefoniehistorie. Sie können alles nachvollziehen in Ihrem Bittrex 24 und Sie können natürlich auch mit einem einfachen Klick auf eine Telefonnummer den Kunden anrufen. Ich habe es eben schon mal gemacht. Ich zeige es Ihnen hier. Wenn Sie hier draufklicken, ruft er an. Machen wir jetzt nicht nochmal. Das kennen Sie, ja? Weiterhin können Sie natürlich hier auch ganz normal eine Nummer wählen.
und können die auch anrufen. Das kennen Sie auch. Genau. Das war's, wie man Bittrex 24 einrichtet und wie Bittrex 24 sich verhält, wenn eine Telefonie richtig eingerichtet ist. So, jetzt kommen wir zu dem Thema, mit welchen Lösungen können Sie denn Bittrex 24 Telefonie nutzen, ohne dass es Probleme gibt? Da gibt es tatsächlich eine Aussage, Sie können letzten Endes jeden Telefonanbieter nehmen, der Ihnen SIP-Credentials zur Verfügung stellt. So, wir bei der Linksys haben sehr viele Kunden gehabt mit sehr vielen Telefonanbietern. Vielleicht ist hier auch einer von Ihnen dabei, der vielleicht ein Enfone nutzt oder ein 3CX nutzt und so weiter. Das haben wir alles. Wir haben auch bei unseren jetzigen Kunden natürlich noch ganz normal diese Telefonanbieter im Hintergrund und die stellen natürlich auch die Telefon-SIP-Credentials und SIP-Verbindungen und den SIP-Trunk und so weiter zur Verfügung. Wir haben bis letztes Jahr sehr oft mitbekommen, vielleicht kann das der ein oder andere bestätigen, dass es doch bei recht vielen Kunden zu Problemen kommen kann. Das heißt, wir haben hier eine Verbindung, die ist grün, wir haben alles eingestellt, wir haben die Protokollierung im jeweiligen Kontakt oder im Unternehmen und immer wieder kommt es zu Störungen. Ich habe das vorhin schon mal gesagt. Man macht einen Anruf nach 10 Sekunden, 12 Sekunden oder nach 20 Sekunden, halben Minute, bricht dieser Anruf ab, ohne dass irgendjemand von den beiden Parteien aufgelegt hat. Das kann mal passieren, man kommt dann auf ein Knöpfchen oder sowas, dann denkt man, ach, habe ich aufgelegt. Bis einem das auffällt, dass es ein technisches Problem ist, dann müssen ein, zwei, drei Telefonate vorbeigehen. Und wir haben das große Problem im Markt, und das ist einfach marktbedingt, ja, dass viele Anbieter, viele Provider keinen Support bieten und keine Unterstützung bieten, wenn es in dritte Systeme aus deren Sicht hereingeht. Sprich, zum Beispiel, wir nehmen die Deutsche Telekom, da kriegen Sie auch einen SIP-Trunk zur Verfügung gestellt und kriegen SIP-Credentials. Und wenn Sie das dann in ein CRM-System anbinden, dann haben Sie oft das Problem, dass Sie keine Unterstützung zum Beispiel bei einem Problem von der Deutschen Telekom bekommen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Mal angenommen, wir schauen hier in die Anrufstatistik rein und wir gucken hier, also wir haben diese Abbrüche und wir gucken hier in das Protokoll. Und dieses Protokoll sagt uns ganz, ganz klar, dass wir hier einen Timeout auf der gegenüberliegenden Seite haben. Also in dem Protokoll wird jetzt nichts drinstehen von einem Fehler, weil das hat ja funktioniert. Das finden Sie meistens hier unten. Da muss man ein bisschen durchlesen und dann findet man das. So, das heißt, dieses Protokoll ist ja sehr aussagekräftig. Und irgendwo finden Sie dann hier, die Gegenseite hat einen Timeout gemeldet nach so und so vielen Sekunden. Sie werden in der Regel nur sehr, sehr, sehr wenig bis gar keinen Unterstützung von einer Telekom oder sonst irgendwas bekommen, weil die sich natürlich nicht mit Bittrex 24 auskennen. Völlig normal, kennen wir alles. Ja, es ist jetzt nichts Neues, was erst seit einer Cloud-Telefonie vorhanden ist. Das gibt es schon seit 20, 25, 30 Jahren in der IT. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Aus diesem Grund haben wir uns von der Linksys letztes Jahr sehr viele Gedanken gemacht und haben gesagt, okay, wie können wir diese Problematik auffangen? Denn auch wir von der Linksys kennen ja nicht als Bittrex-Partner zwar sehr gut Bittrex 24, aber wir kennen natürlich nicht die ganzen Systeme, die es draußen im Markt gibt. Wir sind keine 3CX, wir sind keine Telekom, keine Vodafone, keine Enfone, keine Swisscom-Experten. Das können wir auch gar nicht. Dafür gibt es die Experten. Und wir haben mit sehr vielen gesprochen, weil wir für unsere Kunden, also auch für Sie, hier eine optimale Lösung schaffen wollen. Wir wollen nicht, dass irgendwann der Punkt kommt, dass wir hier ein Problem haben und wir haben hier die Abbrüche drin. Und dann kommt es zu dem Thema, dass wir sagen müssen, wir können Ihnen nicht weiterhelfen. Das wollen wir nicht. Ja? Wir haben sehr intensiv recherchiert und haben dann einen Partner gefunden, der mit uns in dem Sinne relativ wenig zu tun hat, denn Sie als Kunde, wenn Sie einen Switch brauchen oder benötigen oder Sie sind ein neues Unternehmen und brauchen neue Unternehmensnummern, Sie ist ein Anbieter, also wie die Telekom, wir kommen gleich drauf. Schließen den Telefonvertrag ja nicht mit uns von der Linksys, sondern Sie machen das mit dem Partner. Aber wenn es technische Probleme gibt, hier ist alles grün. So, hier ist alles grün und Sie können trotzdem nicht telefonieren. Dann haben Sie
eine Linksys auf Seiten von Bittrex24 als Bittrex24 Gold Partner. Und jetzt kommt's, und das ist die einzige Möglichkeit. Und wir haben direkten Zugriff auf das Support-Team, auf das Techniker-Team und sogar auf die Entwicklungskompetenzen von, und deswegen haben wir das hier drin, von RingCentral. Jetzt wird vielleicht der ein oder andere sagen, oh mein Gott, was ist denn das? RingCentral, das habe ich ja noch nie gehört. Ich zeige Ihnen ganz kurz, wer RingCentral ist und was die machen und was bei denen einfach anders ist. Ich möchte aber vorher nochmal ganz klar die Wichtigkeit hervorheben, wie wichtig es ist, dass Sie in diesem Falle einen kompletten Zugriff auf sämtliche Ressourcen Ihres Telefonanbieters haben, die übrigens auch direkten Kontakt mit Bittrex24 haben. Das heißt, wir haben hier ein Dreier, also Linksys, RingCentral, Bittrex24, beziehungsweise Sie als Kunde noch ein Vierer-Team, was hier sehr eng in einem direkten Austausch miteinander kommunizieren kann. Deswegen haben wir auch eine enorm hohe Chance, wenn es mal zu einem Problem kommt, dass dieses Problem behoben werden kann. Und wir glauben Sie, wir haben Erfahrungen bei Kunden gehabt, die bis heute noch nicht ihre Probleme beheben konnten, weil sie keinen Support kriegen. Ja, beim Anbieter. Es sind oft Anbieterprobleme und das haben wir somit aus der Welt geschaffen. So, und jetzt zeige ich Ihnen ganz kurz, ich gucke gerade noch mal kurz in den Chat rein, ist nicht da. Wer ist denn dieser RingCentral? Ja, das ist tatsächlich eine Folie. Wir gehen mal ganz kurz hoch und ich zeige Ihnen ganz kurz, wer die sind, weil viele von Ihnen werden wahrscheinlich noch nichts von RingCentral gehört haben. Ich habe von denen ein paar Folien bekommen und ich zeige Ihnen erstmal, wer steckt denn da hinten dran und wahrscheinlich haben Sie schon mal etwas von RingCentral gesehen, Sie wissen es noch nicht. Deswegen gucken wir uns das ganz kurz an. Es ist ein sehr, sehr großer Provider, einer der weltgrößten Provider, wenn nicht der weltgrößte Provider, was das Thema Kommunikation angeht, mit einem jährlichen Wachstum von über 31%. Jetzt habe ich hier einen kleinen Hänger in meinem Thema. Okay, jetzt ist es da. Genau. Und jetzt gucken wir uns mal an, wer ist denn RingCentral? Sie sehen hier schon auf der Weltkarte, dass sie so gut wie überall vorhanden sind. Sie sind weit in über 100 Ländern vorhanden. Sie haben über 30, ich glaube mittlerweile fast 40 Datacenters weltweit und namhafte Anbieter konsolidieren auf RingCentral. Wenn Sie schon mal eine Avaya Cloud Telefonanlage gesehen haben, dann ist das ein White Label Produkt, was aber eine RingCentral Lösung ist. Da steht halt nur Avaya drüber. Und somit sehen Sie schon bei diesen großen Namen, Deutsche Telekom, ja, Vodafone Business, Ecotel, Alcatel und so weiter, Atos, das sind weltweite Unternehmen, die teilweise komplett auf Lösungen zurückgreifen oder auf Teillösungen von RingCentral zurückgreifen. Und jetzt wird es noch ein bisschen verrückter. In der nächsten Folie sehen Sie, dass RingCentral, ich mache das gleich mal groß, 6 Jahre schon in Folge Leader im Gartner Magic Quadrant, ne? So, für Unified Communications as a Service weltweit ist. Wir haben hier auch namenhafte Unternehmen mit dabei, aber wir sehen hier unten, das sind so die Nischenplayer, ja, dann haben wir die Visionäre, die Challengers und hier oben haben wir die Leader und es gibt nur noch einen, der oben mit dabei ist und das ist Microsoft. Selbst Cisco, Zoom und so weiter, Google sind weit davon abgeschlagen. Ich möchte Ihnen damit einfach nur zeigen, dass wir nicht nur diese Möglichkeit haben, auf den kompletten Support, auf das komplette Techniker-Team, auf die kompletten Entwicklungskompetenzen in einem direkten Zugriff auf diesen Partner zuzugreifen, sondern dass wir hier auch einen Partner an der Hand haben, für Sie gewinnen konnten, der Top-Leader in der ganzen Welt ist. Und das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir das einfach ansprechen. Wir gucken uns mal ganz kurz aus, wie es in Deutschland momentan aussieht. In Deutschland haben wir Ende 2021 3,1 Millionen Benutzer gehabt und 2025 7,3 wird erwartet. Das ist also das Wachstum, was wir in Deutschland haben. Und für das komplette Dach sieht es so aus, dass es hier 2 Datencenter in München und Frankfurt gibt. Die sind komplett durchzertifiziert. Hier sehen Sie einen Teil davon. RingCentral ist die Nummer 1, der größte und effektivste Anbieter in EMEA. In 9 Städten im Dach haben Sie große Büros. Am 14.07.2020 wurde eine extra Firma in Deutschland nochmal gegründet, weil man vom Ausland her fürs Dach das gar nicht mehr geschafft hat, das zu machen.
Und genau, es sind momentan, es sind glaube ich über 40 mittlerweile. Die Folie ist schon ein bisschen älter. Genau. Das sind einfach mal so ein paar Randdaten, damit Sie das auch noch mal wissen. So, jetzt müssen wir ganz kurz mal da reingucken, wo wir sind. Genau. Arbeiten hat sich verändert. 75 Millionen Menschen arbeiten in 150 Ländern tatsächlich von zu Hause aus, unter anderem auch aufgrund von Covid-19. Und wir haben auch gemerkt, also ich kenne auch ehemalige Kollegen von mir, die wollten neue Gebäude bauen im Unternehmen und die haben durch diese Situation, die wir hatten, gesagt, wir bauen das nicht mehr. Das war so erfolgreich, von zu Hause aus zu arbeiten. Und da ist Kommunikation ja ein absolut wichtiger Punkt. Also nicht nur die Telefoniekommunikation, sondern auch, wie arbeiten Sie denn hier in Bitrix24 zum Beispiel mit dem Chat? Das ist ja auch etwas sehr Effektives. So arbeiten wir heute. Ja, wir haben heute eine Verknüpfung von verschiedenen Möglichkeiten der Kommunikation, ob das Video, ob das Telefonie ist, ob das Messaging ist. Und das können wir tatsächlich von der Küche, vom Homeoffice, während des Homeschoolings, im Büro, überall können wir das machen. Und es ist natürlich verknüpft. Deswegen ist es wichtig, wie das Ganze aussieht. Ich möchte Ihnen auch, weil das ist immer so die Frage, was kostet das eigentlich so, ne? Man muss dazu sagen, bei RingCentral ist es ein ganzes Stück weit anders. Klassischerweise, ich nehme jetzt mal wieder die Telekom, ja, weil die wahrscheinlich jeder kennt, ist es so, Sie haben eine Grundgebühr und dann haben Sie vielleicht noch Nebengrundgebühren. Jedenfalls haben Sie eine Gebühr, die man pro Nummer bezahlt, die man hat. Meistens sind das so Bündeltarife, aber am Ende des Tages wird es runtergerechnet. Wenn es gut läuft, haben Sie noch eine Flatrate ins deutsche Festnetz oder ins Schweizer Festnetz oder wie auch immer, aber irgendwann müssen Sie halt immer Preise bezahlen. Und irgendwann ist das auch vorbei. Das heißt, es kommen meistens dann noch irgendwelche Kosten obendrauf. Jedenfalls wird jede Nummer immer gleich abgerechnet. Richtig? Genau. Und deswegen hat sich da auch RingCentral etwas anderes ausgedacht. Das heißt, sie machen hier ein ganzes Stück weit anders. Es sind verschiedene Pakete. Ganz wichtig hier zu sagen, das sind erstmal Standardpreise. Die werden sich individuell noch anpassen, aber irgendwas muss man zeigen. Okay? Das sind keine festgelegten Preise, sondern hier gibt es Individualisierung drin. Was aber ganz besonders ist, wir sehen hier in der Folie, dass pro Paket immer ein paar Minuten pro User drin sind. Okay, diese Minuten sind aber nicht nur für diesen einzelnen User. Das heißt also, wenn ich hier 1000 Minuten habe und ich verbrauche nur 800, dann verfallen mir die letzten 200. Oder wenn ich 1200 Minuten brauche, das ist gar nicht so viel, wenn man viel telefoniert im Monat, dann muss ich 200 Minuten obendrauf bezahlen. Das ist nicht so. Bei RingCentral ist es tatsächlich so, dass, angenommen, wir haben jetzt 10 Mitarbeiter in einem Unternehmen und wir würden jetzt alle einen Premium-Account haben, dann hätte jeder Mitarbeiter 1000, das heißt, wir hätten 10.000 Minuten im Monat Telefonie. Das analysiert man entsprechend vorher und dann fallen die aber alle in einen Pool rein. Jetzt kommt das Besondere, wenn der Peter, mein Kollege, nur 200 Minuten telefoniert, dann sind 800 Minuten über für den gesamten Pool. Wenn die Petra dann zum Beispiel 1500 Minuten telefoniert, dann schnappt sie sich die 500 Minuten und es entstehen keine Mehrkosten. Das wird natürlich alles dementsprechend analysiert und diese Preise, die Sie hier sehen, sind auch individuell. Das heißt also, da gibt es vielleicht noch den ein oder anderen, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Cent, der rauf oder runter geht. Meistens eher runter, wenn man hier bestimmte Services überhaupt gar nicht braucht. Ja, aber irgendwas muss man halt mal zeigen. Genau. Ganz wichtig hier noch bei dieser Lösung ist, und jetzt kommen wir wieder auf die Qualität hinten dran. Wir haben bei RingCentral eine Verfügbarkeit von 99,999%. Und Sie kennen das wahrscheinlich alle, wenn es heißt 99,9%, das sind so die meisten, ja, was da hinten dran ist. Und 99,99%, wir sehen gleich, was das bedeutet, ja, wie sicher das ganze Thema ist, was das Thema Ausfälle etc. angeht. Und dann gucken wir uns das Ganze hier mal an. 99,9%, das ist tatsächlich so, ja, das ist tatsächlich so SLA Teams Standard, Microsoft Teams. Okay, die machen 99,9%. Sie können sich erinnern, Microsoft Teams, wo haben wir es? Hier, Microsoft Teams ist einer der Leader. Okay, so. Dann gucken wir uns das an. 99,9%, das ist der offizielle Teams SLA. Und das heißt, Sie haben weniger als 2 Stunden und 10 Minuten Ausfallzeit im Quartal. Okay?
99,95% wären weniger als 1 Stunde 5 Minuten Ausfallzeit im Quartal und 99,99% sind weniger als 13 Minuten Ausfallzeit im Quartal. RingCentral hat tatsächlich 99,999%, das sind weniger als 78 Sekunden Ausfallzeit im Quartal. Und wenn Sie jetzt den Industriestandard Microsoft Teams tatsächlich nehmen, da haben Sie 2, 4, 6, 8, 8 Stunden 40, also fast 9 Stunden Ausfallzeit im Jahr. Und hier haben Sie, naja, noch ein paar Minuten. Okay, ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Das kann man zum Beispiel sagen, okay, 9 Stunden, ja, aber wenn Sie das jetzt pro Telefonnummer rechnen, wird es halt auch sehr viel, okay? Also das einfach nur mal so, das heißt, wir haben hier, sind hier industrieführend, haben 5x9 SLA von Microsoft Teams, das ist schon sehr beachtlich, finde ich. Was es weitergeht, wir haben hier bei RingCentral die Enterprise PBX-Fähigkeiten. Ob das jetzt für einen von Ihnen als Kunde zutrifft, ob Sie das alles brauchen. Hier sehen wir es, erweiterte Anrufsteuerung, wir hatten Kostenstellenmanagement und so weiter, alles mit dabei, was wir in der Administration, in der Telefonanlage, in der Cloud, die wir in Bitrix 24 anbinden, auf alle Fälle lösen können. Hier sehen wir nochmal für 2020 auch nochmal das ganz weltweit immer noch mitführend mit Microsoft zusammen. Das wird sich höchstwahrscheinlich auch nicht ändern. Es gibt eine globale Ausrichtung. Das heißt, RingCentral Global Network hat lokale PSTN-Stellen in 44 Ländern und eine Nummerverfügbarkeit in 100 plus Ländern. Ich glaube, 120, 125, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es werden 15 Sprachen unterstützt und wir haben weltweit 27 Datenzentren, auf die Sie zugreifen können. Notruf, ganz wichtiges Thema. Sie können nicht mit jedem Anbieter in diesen ganzen Ländern einen Notruf absetzen. Ja? Und genau, und es wird natürlich eine globale Rechtstreue, also pro Land entsprechend eingerichtet. Da können wir von der Linksys auch einiges dazu sagen, weil wir natürlich auch mitbekommen dann direkt, wie so schwierig und wie langwierig das manchmal ist, etwas in einem Land einzurichten. Hier ist eine Länderübersicht, ist ziemlich viel, brauche ich jetzt nicht jedes Land vorlesen, denn wir müssen auch noch Fragen beantworten, aber vorher möchte ich die letzten zwei Folien noch durchnehmen mit Ihnen. Innerhalb der Administration, innerhalb der Telefonanlage gibt es natürlich auch dementsprechend Analyse-Tools, also accountbezogene Nutzungsdaten, aktive Gruppen, Nutzerstandorte, diese ganzen Calling-Trees, die ganzen Rufgruppen, die Sie dort einrichten können, können Sie natürlich auch dementsprechend analysieren, auswerten etc. etc. bis hin zu einer Trendanalyse. Sehr, sehr spannendes Thema. Wenn hier auch Interesse besteht, dass wir tiefer in diese Sache reingehen, dass Sie das mal sehen, wie so eine Anlage funktioniert, schreiben Sie uns hierzu gerne eine E-Mail, dann können wir tatsächlich auch mal tief in so eine Telefonanlage reingucken und können Ihnen da mal zeigen, was das alles kann. Es gibt aus dem Stand heraus 240 plus Out-of-the-Box-Integrationen. Denken Sie bitte dran, Out-of-the-Box-Integration würde auch heißen das hier. Das hier, das ist RingCentral, wurde von Bitrix entwickelt, aber die Protokollierung funktioniert da noch nicht. Okay, es gibt 3000 individuelle Kundenapplikationen, das heißt also, wir können auch individuelle Lösungen für Sie entwickeln, auch mit unseren Entwicklern von der Linksys. Und es gibt alleine bei RingCentral über 30.000 Entwickler. Wir können über API, können wir Schnittstellen und Softwareentwicklungskit zur Verfügung stellen und entwickeln dann Ihre persönliche individuelle Lösung hier auch noch mit dabei. Dieses Bild haben Sie vorhin schon mal gesehen. Jetzt muss ich gerade noch mal gucken, was ich hier habe. Genau, nee, das war es, glaube ich, tatsächlich schon in diesem Bereich. So, gut. Also, jetzt gucke ich mal ganz kurz in die Fragen und Sie können gerne bitte mit Ihren Fragen loslegen. Wir haben jetzt noch knapp 10 Minuten oder 12 Minuten, wenn ich richtig auf meine Uhr gucke. Genau, dann schauen wir einfach mal rein und dann werden wir Ihre Fragen beantworten. So. Wir warten ein bisschen. Manchmal dauert es ein bisschen länger, mit der Frage zu tippen. Genau. Vielleicht noch ganz kurz hierfür, für diese Lösung, ist es natürlich so, ich habe das vorhin schon mal erwähnt, in dem Bezug, Sie würden als,
als Partner, um hier all diese Vorteile nutzen zu können, natürlich auch den Support und die Technik und die Entwicklung und so weiter und so fort, würden Sie natürlich einen entsprechenden Telefonievertrag, wie man das so kennt, ja, mit RingCentral schließen und natürlich dann auch Ihre ganz normale Telefonabrechnung auch über die bekommen. Das sind auch immer so Fragen, ja, wie funktioniert das denn? Müssen wir das dann über die Linksys machen oder läuft das direkt über den Anbieter? Nein, das läuft natürlich direkt über den Anbieter. Wenn wir Telekom-Partner, würden Sie auch mit der Telekom einen dementsprechenden Vertrag abschließen, würden auch da Ihre Rechnung natürlich drüber bekommen. So, ich sehe, es kommen keine Fragen. Muss ich mal ganz kurz gucken, ob irgendwo anders Fragen reinkommen. Moment, geben Sie mir bitte eine Sekunde. So, dann schauen wir mal kurz rein. Wenn keine Fragen kommen, dann gehe ich davon aus, da ich immer noch die Teilnehmer sehe, dass zumindest noch alle da sind und dass hoffentlich keiner eingeschlafen ist und ich das so erklärt habe, dass Sie mir folgen können. Okay, gut. Ich habe keine Fragen von Ihnen. So, ach doch, jetzt habe ich Fragen. Jetzt kommen Sie rein. Okay. So. So, dann haben wir hier. Ist es möglich, eine Skype-Telefonie in Bitrix 24 einzubinden? Wir haben tatsächlich keine Skype-Telefonie eingebunden. Wir haben eine Zoom-Telefonie eingebunden. Wir müssten das dementsprechend prüfen. In dem Moment, wenn wir eine Schnittstelle bauen können, sollte es möglich sein. Wir haben es noch nicht getestet. Aber sobald da eine Schnittstelle über REST-API verfügbar ist, ist es definitiv möglich. Und man muss dann gucken, wie es für Sie ja, wie es für Sie umgesetzt werden sollte. Also das muss man natürlich gucken. Kostet der SIP-Connector extra oder ist das bei RingCentral mit dabei? Nein, der SIP-Connector, der kostet extra und zwar, das ist kein Thema von RingCentral, sondern das ist ein Thema von Bitrix 24. Sie brauchen, um ein Direct Routing herzustellen, brauchen Sie einen SIP-Connector und das hat nichts mit dem Telefonanbieter zu tun. Das brauchen Sie auch, wenn Sie jetzt zum Beispiel bei der Telekom oder bei Swisscom wären und Sie wollen dort ein Direct Routing machen mit über einen SIP-Trunk, brauchen Sie den SIP-Connector auch. Es ist also kein Anbieterthema, sondern es ist ein Thema, was RingCentral zur Verfügung stellt. Und leider ist es so, dass wir auf diesen SIP-Connector hier von Bitrix 24, den Bitrix 24 zur Verfügung stellt, drauf zurückgreifen müssen. Wir haben also Stand heute, okay? Das kann natürlich sein, wenn jetzt ein Zuschauer sich das später bei YouTube anguckt, dass es irgendwann mal anders wird, keine Möglichkeiten, einen anderen SIP-Connector zur Verfügung zu stellen. Man muss auf den, ja, man muss den benutzen, der hier quasi von Bitrix 24 zur Verfügung gestellt wird. Ist dieser Connector für 49 Euro immer erforderlich? Ja, das ist er. Ich habe es, glaube ich, eben schon mal gesagt. Nochmal vielleicht ganz konkret. In dem Moment, wenn Sie ein Direct Routing direkt vom Telefonanbieter über die Cloud-Anlage zum Beispiel, wir sind jetzt im Cloud-Beispiel, aber über die andere Anlage ist es genauso, dann brauchen Sie diesen SIP-Connector. Es ist jetzt einfach auch so, dass man dazu sagen muss, ich nehme jetzt nochmal die Telekom als Beispiel. Wenn Sie einen Tarif haben bei Ihrem Anbieter, der keine SIP-Credentials zur Verfügung stellt, brauchen Sie bei Ihrem Anbieter auch extra Lizenzen für den SIP. Also pro Telefonnummer, pro Durchwahl brauchen Sie dann eine SIP-Lizenz. Was die kostet, kommt immer auf den Anbieter drauf an. Bei RingCentral ist das zum Beispiel mit dabei, weil die sind komplett Cloud Communication, das ist eh schon alles vorbereitet, die sind darauf spezialisiert. Das muss man im Einzelfall aber dementsprechend prüfen. Aber in dem Moment, wenn Sie über den SIP-Trunk gehen, was die sicherste Möglichkeit ist, brauchen Sie diesen SIP-Connector definitiv. So, dann haben wir die nächste Frage. Gut wäre eine SIP-Trunk-Anbieterliste, DE, ATCH, mit welchen schon eine gute Realisierung stattgefunden hat. Ja, können wir mal gucken. Schreiben Sie uns hierzu bitte eine E-Mail und dann können wir dementsprechend gucken, wie wir Ihnen da weiterhelfen können. Ich habe jetzt leider hier keine Informationen parat, aber wir können da sicherlich dementsprechend Informationen ja, zur Verfügung stellen. Die nächste Frage ist, wir haben keine Telefonanlage. Ich habe die Auskunft bekommen, dass man über Bitrix eine Nummer bekommen kann.
Wird darauf auch noch eingegangen? Ja, Sie können sich auch eine Nummer über Bittrex24 mieten. Das geht tatsächlich. Das ist aber nicht Ihre Nummer dann. Ich zeige das mal. Also in dem Falle kann ich es jetzt wahrscheinlich relativ schlecht zeigen, weil wir hier schon Nummern haben. Sie haben die Möglichkeit, sich eine Telefonnummer zu mieten. Doch, hier haben wir es. Genau. Dann sagen Sie, Sie sind halt in irgendeinem dieser Länder und Sie möchten eine Festnetznummer haben und Sie möchten in dieser Stadt das halt haben. Das ist die monatliche Zahlung. Telefongebühren kommen natürlich noch dazu. Okay. Das ist dementsprechend und dann laden Sie wie so eine Prepaid-Karte, laden Sie Ihr Guthaben auf. Ne? Das kennt man so vom Handy her. Das Problem bei dieser Nummer ist, dass diese Nummer nicht Ihnen gehört. Das heißt, wenn Sie irgendwann mal die Stadt wechseln, nur mal so als Beispiel, Sie ziehen von Hamburg nach München mit Ihrer Firma und dann haben Sie eventuell eine andere Nummer, weil Sie diese Nummer nicht mitnehmen können, weil die Nummern hier ganz knallhart von Bittrex24 auf die einzelnen Städte gemünzt sind. Okay? Das heißt, Sie haben 10 Nummern, dann haben Sie ja 60 Euro Grundgebühr plus Ihre Telefongebühren etc. etc. Und Sie können die Nummer nicht mitnehmen. Ein weiteres Problem, was wir hier haben, mal angenommen, Sie haben jetzt wieder diese 10 Telefonnummern. Und Ihre Firma wächst, was wir natürlich alle hoffen, ja, dass Ihre Firma erfolgreich ist und sie wächst und dann brauchen Sie irgendwann 10 neue Telefonnummern oder vielleicht sogar 15 oder 20 Telefonnummern, weil das Unternehmen expandiert. Dann kriegen Sie hier vielleicht komplett andere Nummern, ja, weil das einfach, Sie können sich dann auch kein Nummernpool mieten. Sie mieten Nummer für Nummer für Nummer. Das ist möglich, aber es ist vielleicht nicht ganz so das Optimale, wenn man da ein bisschen eine saubere Struktur drin haben will. Dieser Connector für 49 Euro im Monat ist immer Voraussetzung für die Telefonie. Ja, wenn Sie ein Direct Routing benötigen oder wenn Sie ein Direct Routing machen wollen über SIP, dann brauchen Sie das. Sie können ja mehrere Nummern pro 49 Euro da anschließen. Also Sie brauchen nicht 49 Euro pro einzelne Nummer zu bezahlen. Das ist nicht so. So, oh, da kommt eine sehr große Frage. Eine Sekunde. Guten Tag. Habe ich als User auch eine Übersicht über meine Anrufe, vor allem natürlich auch über meine verpassten Anrufe? Gemäß Demo muss ich ja im Kontakt mit dem berichtigen. Genau. Tatsächlich ist das so. Also wenn Sie zum Beispiel direkt angerufen werden, das mache ich das mir mal zu. So, wenn Sie direkt angerufen werden, also mal angenommen, Sie haben jetzt natürlich eine direkte Durchwahl. Die direkte Durchwahl ist auf Sie als Nutzer geschlüsselt. Das haben wir jetzt hier in diesem Beispiel nicht, ja. Und dann kriegen Sie natürlich auch eine dementsprechende Benachrichtigung über das Benachrichtigungsmanagement. Wir haben hier tatsächlich eine Nummer für alle drin in der Demo, ja, aber das ist natürlich möglich, dass Sie dann individuell auch benachrichtigt werden. Richtig. Muss ich kurz gucken, ob ich die Frage komplett beantwortet habe. Gemäß Demo muss ich in Kontakt mit dem. Sie können natürlich, wie gesagt, auch in den Kontakten des Unternehmens gehen, aber Sie werden benachrichtigt. Also Sie sehen dann verpasster Anruf, kommt dann eine Information hoch und dann können Sie den zurückrufen. Jetzt klappt's, danke. Ja, nochmal Entschuldigung, das tut mir furchtbar leid, dass das vorhin nicht geklappt hat. Genau. So, dann sind noch weitere Fragen reingekommen. Kostet das einmalig oder monatlich? Das kostet monatlich für mehrere Nummern. Also nicht pro einzelne Nummer, sondern für mehrere Nummern. Genau. Was ist die Alternative zum Direct Routing? Die Alternative zum Direct Routing wäre, Achtung, jetzt muss ich kurz nochmal in die Telefonie rein. Wäre eine App. Und wir sehen auch hier bei RingCentral ist es so, dass Bittrex selbst, ja, diese App entwickelt, das können Sie im Market gucken. Da ist dann immer der Entwickler auch von den ganzen Apps drin. Und dass aber hier zum Beispiel die Protokollierung nicht mit dabei ist. Hier. Das da. Ja, das ist noch nicht umgesetzt. Irgendwann wird das kommen. Ja, sicherlich. Davon gehe ich stark davon aus. Wir machen aber tatsächlich, und ich bin ja mit den Entwicklern im Kontakt, sowohl von Bittrex24 als auch von RingCentral. Und das ist eine komplexere Sache. Das heißt also, wenn Sie auf das da verzichten können, dann können Sie natürlich auch die RingCentral App benutzen. Aber ich glaube, das ist ja das Wichtige dabei. Und wenn Sie die in Anführungszeichen professionellere Lösung haben wollen, wo das wirklich auch zu 100% funktioniert, so wie Sie es hier haben, dann kommen Sie um ein Direct Routing eigentlich nicht herum. Benötige ich den SIP-Connector auch, wenn eine Nummer gemietet wird? Nein. So, dann gucken wir mal.
Dann gucken wir mal, ob noch irgendwelche Fragen kommen. Und wenn keine Fragen mehr kommen, dann hoffe ich, dass wir alles soweit beantworten konnten. Ah, doch, da kam noch eine Frage rein. Werden die Anrufe von den gemieteten Nummern protokolliert? Ja, das ist also tatsächlich auch sehr ähnlich, dass Sie hier eine Liste haben, wo Sie dann dementsprechend die Anrufe hier sehen können. Genau. So. Vielen Dank. Ja, das war der letzte Kommentar, der reingekommen ist. Und dann haben wir tatsächlich trotz Verspätung oder trotz technischen Problemen am Anfang eine Punktlandung hingelegt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie Fragen zu Telefonie mit Bittrex 24 haben, wenn Sie Fragen zu den ganzen Möglichkeiten und Lösungen haben, die es da gibt, Sie haben gesehen, es ist sehr mannigfaltig, was man da machen kann. Schreiben Sie uns bitte eine E-Mail, melden Sie sich bei uns. Wir helfen Ihnen da gerne weiter, wenn Sie Fragen zu RingCentral haben. Natürlich auch sehr gerne machen wir gerne einen Termin und besprechen, wie wir für Sie die Telefonie in Bittrex 24 gestalten können. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen einen wundervollen Tag, eine fantastische restliche Arbeitswoche, bedanke mich für Ihre Zeit und bis bald. Tschüss.